Hallo und herzlich willkommen im Schauerland zu einem neuen Let's Play hier auf dem Kanal. Wir spielen The Guest, ein Erkundungsspiel mit Horrorelementen in einem Hotelzimmer. Ich weiß nicht, ob es gut ist, ich weiß nicht, wie lang es ist, es soll ziemlich kurz sein. Zwei bis vier Stündchen. Aber es ist doch recht positiv bewertet auf Steam. Ich habe es gerade gesehen und dachte, hey, das ist es doch, spiel das mal eben. Und ja, ich habe es jetzt das erste Mal gespielt. Ich habe direkt die Aufnahme gestartet und ich würde sagen, wir steigen jetzt direkt ein und ich weiß genauso viel wie ihr und wir gucken einfach mal zusammen, was uns hier so erwartet. Neues Spiel, go. Wir bereiten dein Zimmer vor, bitte warten Sie. Ah, okay. »25. Oktober 1986. Oakwood Hotel. Belmont, MA, United States. »4:23 Uhr morgens. Zack, und damit sind wir im Spiel und es sieht nice aus. Es sieht teilweise ein bisschen unförmig aus, so ein bisschen wie aus dem Unity Editor, aber nicht schlecht. Also gibt's Schlimmeres. So, wir sind im Jahr 1969, 1969, nein Quatsch, wir sind im Jahr 1986 und... Es ist 4:23 Uhr morgens und mehr weiß man leider auch nicht. Kann ich hier irgendwas machen? Ah ja, okay. Wir können Lichter anmachen schon mal. Wir sind in einem Zimmer und wir wissen nicht, wie wir hergekommen sind. Also ich weiß es zumindest nicht. Es wurde auch nicht erklärt. Und wir wissen nicht... Oh, es regnet draußen. Vollmond. Okay. Und wir wissen leider nicht, was wir hier überhaupt machen sollen. Es scheint keine Glühbirne drin zu sein. Okay. Die Lampe ist also im Arsch. Das gibt Abzüge beim Trinkgeld. Definitiv. Okay, Licht an ist erstmal gut. Wo ist denn der Türknauf? Okay. Der Türknauf ist weg. Hier liegt ein Brief, noch mehr Briefe. Da gucken wir gleich mal rein. Was haben wir hier? Wir wollen erstmal so ein bisschen den Raum erkunden. Deliver to Oakwood. Oakwood, ist das Hotel? Hallo? Okay, da hat gerade einer geklopft. Was haben wir da? Eine Karte? Ich kann da leider nicht hin. Ich kann nicht springen. Ich kann nicht ducken. Ich kann gar nichts. Ich kann nicht zoomen. Hampshire. Eine Karte von hier wahrscheinlich. Oh, hier sind ein paar Toren aufzumachen. Türen. Ein Werkzeugkasten. Ah, mit einer Zahlenkombination. Ja, was denn? Irgendeiner klopft immer an die Tür. Ich muss aber anscheinend einen Türknauf finden. Eine Glühbirne. Ach, sieh mal eine an. E behalten, Q verlassen. Rechte Maustaste drehen. Toll, ich kann es nur nach rechts oder links drehen. Ah ne, doch, da passiert auch noch was. Wenn man ganz schnell dreht, dann passiert irgendwie was. Bim, bim, bim. Okay, wir nehmen die mal, weil wir wissen jetzt schon, wo wir sie hin tun müssen. Nämlich da hinten in die Tab-Inventar. Okay, wir haben eine Glühbirne im Inventar. Wir haben hier Optionen, Inventar, Tagebuch. Und ich sehe gerade, ich kann mit der Maus den Bildschirm verlassen. Das ist ein bisschen komisch. Naja, egal. Okay. 15. ESPA Congress will be a Belgrade. Texteinblendung. Ach, guck mal hier. Auch in Deutsch. Endlich. Gut für mich. Ich muss nichts übersetzen. Der 15. Kongress der... ich fange mal an. Der 15. Kongress der Europäischen Soziologischen und Psychologischen Arbeitergemeinschaft ESPA... Arbeitsgemeinschaft, ESPA, findet nächsten Monat in Belgrad, Serbien statt. Wir sind in Serbien. Die französische Psychologin Irène Sedoux stellt ihr neues Buch Mankind Analysis vor. Also Menschheit-Analyse. Okay.
Wir sind also auf einem Psychologie-Kongress. Wenn das nicht mal der optimalste Zeitpunkt wäre, um vielleicht jemanden in ein Hotelzimmer einzusperren, den Türknauf zu entfernen und dann zu sehen, wie der Typ sich verhält. Was haben wir hier? Room... Zimmer 297, Stromversorgung. Sollte eine Störung der Steckdose auftreten, muss die Stromversorgung sofort überprüft werden. Beachten Sie das folgende Schema. Im Falle eines Zwischenfalls kontaktieren Sie bitte so schnell wie möglich Ihren Vorgesetzten. Okay. S11, S12, bla bla bla, 100 Volt. Interessant. Also anscheinend muss... Hier gibt's... Der Raum ist voller Rätsel. Und sonst ist hier nichts drin. Okay, Werkzeugkasten. Wir brauchen dafür ein... Ah, okay. Die geht auch wieder. Die Glühbirne. Jetzt haben wir hier noch ein Telefon. Können wir hier Nummern wählen? Okay, wir können Nummern wählen. Warte mal, die 0 ist doch eigentlich... Okay. Die 0 ist die Rezeption. Mal gucken, was passiert. Besetzt. Okay, wir rufen mal die Polizei an. Ja. Zumindest die amerikanische 911, das sollte eigentlich funktionieren, der Notrufdienst. Sehr gut, lassen wir das telefonieren erstmal. Sind wir hier? Toolbox, Doppelpunkt. Okay, der Zahlencode. Das wurde anscheinend zerrissen, da fehlt ein Stück. Werkzeugkiste. 5. Ich würde sagen, es ist eine 5 und irgendwas mit einer 3. Wir behalten das mal. Da unten ist noch eine Zeitschrift. Science Odyssey. Das E ist eingekreuzt. EFA. EFA. Eva. Okay. Behalten wir auch erstmal. Was liegt da noch? Was ist das denn? Noch eine Glühbirne? Sieht auch aus wie eine Glühbirne. Behalten. Alles erstmal behalten. Okay, dann gehen wir hier weg. Anscheinend kann man sehr viel finden in diesem Hotelzimmer. Ich bin gespannt, was wir noch so finden. So, hier gibt es sonst nichts. Die lasse ich mal auf, die Schränke. Jetzt gucken wir, was hier so liegt. Text nochmal einblenden. Sehr geehrter Dr. Leonov. Dr. Lenovo. Wir sind hoch erfreut, dass Sie unsere Einladung zum 9. alljährlichen internationalen Wissenschaftskongress in Boston angenommen haben. Es ist uns eine Ehre, dass Sie willens sind, von so weit anzureisen, um unser Hauptredner auf dem Kongress zu sein. Okay, ich bin der Hauptredner auf dem Kongress dieser Psychoveranstaltung. Meine Kollegen und ich brennen darauf, an Ihrem Wissen teilhaben zu können. Anbei finden Sie Informationen zu Ihrem Business-Class-Flug sowie Ihre Tickets, Ihre Ankunft am Bostoner Flughafen am 23. um 11.30 Uhr. Sollte Ihnen genügend Zeit lassen, sich auszuruhen und auf Ihre Rede am 25. vorbereiten zu können. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Okay, ach ja, wir sind ja in Boston. Wir sind ja gar nicht in... Wo sollen wir nochmal sein? Belgrad. Wir sind ja gar nicht in Belgrad. Irgendwie bin ich gerade ein bisschen... Das Spiel verwirrt mich. Okay, kann ich den... Ich kann den nicht nehmen, den Brief. Das haben wir hier noch. University of Boston... Okay, wir sind Evgeny Leonov. Ja? Ach, aus Russland. Ach, die... Ach, okay. Wir kommen aus Russland und wurden von der University of Boston eingeladen. Den behalte ich mal. Hier haben wir eine Akte. Was haben wir hier? Wir möchten Sie darüber informieren, dass zwei Männer am Flughafen Boston auf Ihre Ankunft warten werden. Wenn Sie Ihnen diesen Brief zeigen, werden Sie ihn in ein Hotel bringen. Da sind wir jetzt. Dort können Sie sich ausruhen. Das Oakwood Hotel befindet sich in einem Vorort von Belmont. Dieses Hotel unterstützt uns schon seit langem bei der Organisation von Veranstaltungen. Ich hoffe, dass Sie mit dem Service zufrieden sein werden. Unsere Dankbarkeit lassen sich kaum in Worte fassen. Okay, den können wir leider auch nicht mitnehmen. Was haben wir noch hier? Da steht doch auch irgendwas. Irgendein Text? Ich kann es leider nicht lesen. Town Hall, Belmont, Mass. Die Stadthalle. Schönes Bild. Schönes Bild. So, irgendein Buch hier im Bücherregal. Wir müssen es mal einzeln durchgehen. Nicht, dass wir eins verpassen. Das sieht irgendwie so. Okay, aber was wir jetzt machen können...
Wir könnten jetzt mal versuchen, die Glühbirne verwenden. Das war's. Jetzt sollte die Lampe funktionieren. Zack. Okay. Ach, guck mal. Hier gibt's auch noch Schränke. Was haben wir hier? Ein Stift. Den behalten wir mal. Und eine... Ach, mein Boarding Pass. Behalten wir auch mal. Alles behalten. Das ist unsere tolle Ochsenledertasche. Auch schön. Jetzt können wir hier den Schrank noch aufmachen. Der leer ist. Okay. Ah, hier sind auch noch Sachen drin. Ach, guck mal, der restliche Code. Ah, der restliche Code. 503. Was haben wir hier? Ein Becher. 1V. 1 Volt. Eine Sicherung. Eine Sicherung. Okay. Wir hatten gerade schon einen Schaltplan und wir müssen dann also irgendwo irgendwas reparieren. So viel habe ich auch schon gecheckt. Ist da unten? Ach so, gar nichts. Gut. Die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig hier mit Q zurück und sowas alles. Guck mal, was wir hier noch haben. Gar nichts. Hier ist noch was im Papierkorb drin. Das scheint eine Schraube zu sein oder vielleicht auch eine Sicherung. Auch erstmal behalten. So, mit Q wieder verlassen. Ach, ein Schild. Ah, ja, okay. Da sehen wir es ja. Bla, bla, bla. Das sind einfach nur wir. Und wir behalten es auch. Wir behalten einfach alles. Wir nehmen, wir krallen uns alles unter den Nagel. Ach, die Fensterscheibe ist auch schon kaputt. So, was haben wir hier noch? Hier ist auch... Oh Gott, ein Spinnenweben. Mann, Mann, Mann. Das Hotel ist nicht mein Ding. Ja, hier haben wir Schachtel kippen. Not lucky. American Blend. Oh, nee, wollen wir auch mitnehmen. Ein paar Bücher, okay. Hier ist noch eine Schublade. Brauchen wir so ein bisschen, bis wir raus sind. Ach, die Bibel. Behalten wir natürlich auch. Es ist immer noch 4.23 Uhr. Ach, und meine Pillen. Was sind das für Pillen? Lea, morgen früh geben sie ein paar neue Tabletten. Das hat Giorgio gesagt. Ich habe es falsch gelesen. Fluoxetin. Use before 87. Okay. Alle 24 Stunden. Okay, wir können die leider nicht nehmen. Was ist das denn für ein Teil hier überhaupt? Ach so, so ein Pfosten oder sowas. Hier sind ein paar schöne Bilder. Oh Gott, bist du gruselig. Ich bin ja immer ein Freund von Bildern. Okay, die Lampe soll... Die Pflanze sollte auch mal gegossen werden hier. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal zuerst zum Werkzeugkasten. Da wir jetzt die Nummer wissen, die ich schon wieder vergessen habe, das müsste dann die... kombinieren. Wir kombinieren sie mit diesem Stück Papier und kriegen dann raus einen Notizblock und wir sagen, verwenden. Abbrechen? Nein, ich will ihn mir nochmal ansehen. Ansehen, da haben wir es ja. 503, okay. 503. Alles klar, verlassen. Tippen wir die einmal an. 503. Bestätigen. Und da ist er auf. So, was befindet sich hier in diesem Korb? Ein Schraubenzieher. Behalten wir auch mal. Brauchen wir bestimmt. Und einen ganzen Haufen Schrauben, den ich allerdings nicht nehmen kann. Okay, wir checken mal eben unser Inventar. Wir haben eine Zeitschrift, wir haben ein... Ach, ein Knauf! Ach, ein Türknauf! Okay, wir haben einen Türknauf. Wir haben einen Umschlag, wir haben einen Stift, wir haben eine Bordkarte, wir haben eine Batterie... Eine Batterie, nicht eine Sicherung. Wir haben ein Ventil, einen Schraubenzieher, einen Notizblock, eine Bibel, Kippen und eine Reiseinformation. Okay, mit diesem Knauf begeben wir uns jetzt mal zur Tür, sagen verwenden und... Der Türknopf ist immer noch los. Ich brauche etwas, um an der Tür festzuschrauben. Na, sicher doch. Nehmen wir mal einen Schraubenzieher, verwenden den mit dem Türknopf. Das war's. Jetzt sollte er die Tür öffnen können. Okay. Das ist ein Bingo. Es ist dunkel. Es wird auch nicht heller hier. Da hinten leuchtet zwar irgendwas. Ach ja, ist ja ein Horrorgame. Habe ich ja vergessen. Haben wir vielleicht eine Taschenlampe?
Okay. Wir sind in einem Badezimmer. Ach. Ich halte das nicht aus. Ich brauche meine Tabletten. Okay. Tabletten sind leider alle, Bro. Die Seife. Da ist wieder die Seife. Da links. Die Seife. Okay. Ja, so langsam wird's. Ach so, warte mal. Ach, wir können schon was machen hier. Was steht denn hier? Puh. What? Okay. Alles schwebt. Wir gucken mal, hier ist... Das leuchtet so. Hier können wir aber nichts machen. Oh, der Effekt nervt. Ach, First Aid. Vielleicht fühlen wir da ja Tabletten drin. Ich gucke mal eben. Einnehmen. Amidalpilz. Bezolring, ich weiß nicht. Ja gut, nehmen wir einfach mal. Ach, das war das Radio. Hör erstmal aus. Okay, die einzige Tür des Raums führte in den... Ich kann sie nicht öffnen, ich sitze hier fest. Hä? Die einzige Tür des Raums führte in das Badezimmer. Okay. Was haben wir denn hier noch? Bandagen. Auch gut. Bandagen nehmen wir immer. Vielleicht müssen wir noch kämpfen oder sowas. Ein bisschen Alkohol nehmen wir auch. Das kann ich nicht sehen. Unsere Tabletten. Können wir aber sonst nichts mitmachen. Errungenschaft freigeschaltet. Über Overdose. Oh, scheiße. Okay. War vielleicht nicht so geplant. Okay, ich brauche einen Schlüssel oder etwas ähnliches. Wie wäre es mit dem Schraubenzieher? Vielleicht ein Bleistift. Kann ich mit dem Bleistift das Ding öffnen? Ich kann das nicht verwenden. Ich komme mir gerade vor wie ein LucasArts Adventure. Okay, hier ist eine ziemlich dunkle Badewanne. Hier möchte ich nicht baden gehen. Wer weiß, was da so kommt. Ich kann das nicht verwenden. Ach so, warte mal. Holy, was? Tauschen, löschen, zurücksetzen, verlassen. Ja, das wird die Sicherung sein. Habe ich denn noch die Bordkarte? Genau den habe ich natürlich nicht mitgenommen. Den Zettel. Okay, gehen wir erstmal hier raus. Das hat ja keinen Sinn. Was haben wir hier? Ein Rasiermesser. Zur Not kann ich mir einfach die Kehle durchschneiden. Nehmen wir das mal mit. Kaputt. Okay, und Nummer 3 finden wir ein weiterer Zeitungsausschnitt. Überraschung aus dem ESPA-Kongress. Psychologin, Soziologin, wir erwartet nicht zur Präsentation ihres neuen Buchs. Männlichkeitsanalyse erschienen. Okay, sie ist nicht gekommen. Da viele renommierte Fachleute zugegen waren, war dies für alle eine große Überraschung. Der gesamte Kongress blieb und wartete gespannt auf Neuigkeiten über seine illustre französische Kollegin. Leider sind bislang keine Details über die Gründe für Frau Sedos Abwesenheit bekannt. Möglicherweise war sie in diesem Hotelzimmer. Oh, scheiße. Okay. Sounds ja nicht so gut. Okay, Toilettenpapier. Brauchen wir auf jeden Fall. Hier liegt noch eine Zange. Behalten wir auch. Toilettenpapier können wir nicht nehmen. Das ist nicht so gut. Was haben wir hier noch? Shampoo. Nehmen wir sowieso immer alles mit. Sind ja im Hotel. Ist ja gratis. Seife auch. Wer macht das nicht? Komm, wer macht das nicht? Ja? Fight Club. Soap Club. I see what you did there. Okay. Der Schrank kann erstmal wieder zu hier. Okay, wir müssen dieses verkackte Rätsel lösen. Ich kann sie nicht öffnen, ich sitze hier fest. Alter. Okay, wir müssen also das Rätsel hier für diese... Wir müssen dieses Rätsel lösen. Na, mal gucken, ob hier noch was ist. Nö. Okay. Ich drück einfach mal was, ich habe keine Ahnung.
Okay. Roter Strich. Grüner, so ein Strich. Drei. Okay, anscheinend null. Löschen. Ah, Rechtsklick, löschen. Und irgendwie sind die nach, oh Gott, zurücksetzen, verlassen, löschen, tauschen. Ich habe keine Ahnung. Was heißen denn die Zeichen hier oben? Okay, also ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Kein Stück. Und ich brauche einen Schlüssel. Oder etwas Ähnliches. Etwas Ähnliches wie ein Schlüssel. Ich versuche es mal mit der Zange. Ich kann das nicht verwenden. Rasiermesser. Ich kann das nicht verwenden. Okay, der Typ kann noch nicht mal mit dem Rasiermesser ein Schloss knacken. Ich mag dieses Badezimmer schon jetzt nicht. Hätte ich mir mal den Schaltplan gemerkt. Oder mitgenommen. Hätte ich ihn mal mitgenommen. Okay, vielleicht kommen wir ja mit der Zange irgendwie hier raus. Ich kann das nicht verwenden. Das ist eigentlich auch Quatsch, aber ich kann das nicht verwenden. Okay. Guck mal, wir haben noch ein Ventil. Ansehen. Was macht man denn mit einem Ventil? Das packt man in einen Reifen oder so. Er braucht seine Tabletten. Option. Ach nee, da wollen wir nicht rein. Tagebuch. Okay. Irgendwie müssen wir dieses Rätsel lösen. Es fing so einfach an. Ich dachte mir, hey, das kannst du rucki zucki mal durchspielen. Können wir denn hier im Klo was machen? Gar nichts. Wir können doch nicht mal scheißen in diesem Spiel. Okay. Gucken wir erstmal. Vielleicht gibt es ja auch hier eine... Kaputt. Ich sehe auch eine Möglichkeit hier irgendwie. Nö, gibt's auch nicht. Okay, dann komm, bleib zu. Oh, warte mal, da war da doch noch was? Da oben? Nee, das war nur das Verlassen-Symbol. Okay. Okay, wir müssen irgendwie dieses Rätsel lösen. Okay, mit nichts als... Eine Batterie, ein Ventil, Pflaster, Bibel. Wir nehmen die Bibel, wir beten einfach. Vielleicht hilft das ja. Cabaret-Shampoo. Ich könnte mich so ärgern, warum habe ich den Schaltplan nicht mitgenommen? So, gehen sie wieder raus. Vielleicht muss man hier Dinge verbinden. Vielleicht muss das irgendwie... So kann man es nicht zurücksetzen. So kann man das zurücksetzen, das zurücksetzen, das zurücksetzen. Okay, wenn die einmal drin sind, die Reihe. Vier. Alter, das ergibt doch überhaupt gar keinen Sinn. Das Rätsel sagt mir überhaupt nichts. Hier ist übrigens keine Musik, wenn man in dieser Ecke steht. Erst wenn man hier hingeht, geht die Musik los. Frag mich nicht warum. Keine Ahnung. Okay, gut. Ich glaube, ich muss das Spiel nochmal neu starten und muss mir angucken, wie dieser Schaltplan aussah in dem anderen Zimmer. Ich glaube, es gibt keine andere Möglichkeit.